Freunde, es ist endlich soweit. Wir haben so lange darauf gewartet. Bus-Simulator 2021. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, Leute. Ach ja, und Dark Deception Chapter 4 ist jetzt auch wohl irgendwie raus oder so. 2,5 Jahre mussten wir uns gedulden. Andere Entwickler hauen in der Zeit ein ganzes Assassin's Creed oder ein GTA. Nee, warte mal, GTA braucht 10 Jahre. Und damit auch nochmal ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Tobitos und ich werde Sie heute durch dieses wunderschöne Gameplay begleiten. Aber ich würde sagen, wir labern jetzt nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starten einfach mal direkt rein. Ich bin sowas von gespannt, Alter. We need to get that soul shard to get the gate open. Ja. Naturally, it's behind those bars. If Malak won't let us get to the shard, we'll have to make the orb come to us. Dann einmal ganz kurz die Telekinese aktivieren. All of the soul shards. The ring piece is now exposed, and the monsters will go into a frenzy. Get to the ring piece before Mr. Monkey finds you. Warte mal, hat sie gerade gesagt, dass wenn wir die Telekinese benutzen, wir halt sämtliche Charts in der Umgebung halt einsammeln können? Ja. Und die Monster sollen dann danach wirklich irgendwie Amok laufen, habe ich gehört. Das klingt ehrlich gesagt nicht so geil. Können wir darüber nochmal reden, wie oft wir das Ding einsetzen, du? Torment Therapy. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, liebe Freunde, was die lieben Entwickler von Glowstick Entertainment uns hier so Schönes aufgetischt haben, du. Gucken wir doch einfach mal rein. Hat mir Bias irgendwie eine falsche Adresse gegeben oder was ist das jetzt? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier wirklich ein Hospital ist, Leute. Das macht eher so den Eindruck, als ob das so eine Art... Was ist das denn? Ihr gehört hier gar nicht hin, Alter. Vor allem das mit dem Tee trinken ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen tricky, wenn man nur kurz dran nippen kann, wenn kurz mal niemand hinschaut. Gut, schauen wir doch einfach mal. Da hinten ist, glaube ich, schon die Empfangsdame. Die kann uns eventuell ein bisschen weiterhelfen. Guten Tag. Mhm, no problem. Bye-bye now. Greetings and welcome to this place of healing and mercy. Oh, you poor thing. I see that life was not kind to you. Do you want to become one of our new patients? Eigentlich nicht. What am I saying? Of course you do. Nee. I don't know what she's talking about, but she has a head in her back. That's kind of a red flag, isn't it? Please, follow me. Also vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich eher so der Typ für die natürliche Heilkunde bin und sowas. Ich vertraue auf die wahren Kräfte meines Körpers, liebe Freunde. Ich werde damit schon fertig. Aber wir folgen der netten Dame doch trotzdem einfach mal. Wow, auf Roller Skates hier unterwegs, Alter. Back in den 80s, liebe Freunde. Oh, Mädel. Oh, Mädel. Also, mal ganz kurz gefragt, ich bezweifle mal wirklich sehr, sehr stark, dass sie das Konzept eines Krankenhauses verstanden haben. Ich glaube, die kommen aus einer etwas anderen Branche, wenn ich mich nicht irre. Teku Medicine. Ja, gucken wir mal. Ich bin Impfgegner, musst du wissen. So, was ist das denn hier Schönes für mich? Once you are ready to begin accepting our mercy, please step up onto the scale. Are you sure about that? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich da jetzt raufstellen würde. Vielleicht wäre es mal besser, wenn ihr die ganzen Poster mit Burn Fett vielleicht mal abhängen würdet. Ich habe da a bad feeling about das, würde ich mal meinen. Holy! Oh, da hat's mir gerade die Nasenhaare weggebrannt, Leute. Okay, next up, we need to do a little lab work. Oh, liebe Freunde, ne, immer schön dran denken, Maske tragen, auch natürlich hier im Video, ist ja völlig klar. Oh, soll ich mal hier in deine rote Mitte treten, oder was meinst du? Wird jetzt aus mir ein Stoppschild gemacht, oder? I just need to take a small blood sample. Stay right there and don't move. Wait until the timer reaches zero. I'll be right outside the door. Ey, ich weiß ganz genau, was du jetzt vorhast. Die wollen mir irgendwelche Chips von Bill Gates anpflanzen, dass ich dann ab sofort mit Windows 11 laufe und so. Wait. What? Warte mal, komm ich hier raus? Oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus! Lass mich raus, Alter! Ich bin Impfgegner! Didn't I say not to move? Let me remind you that we do not have time to play games with our patients. Yo, soll das irgendwie einer von diesen Zaubertricks sein? Oder was hat die gerade mit mir vorgehabt? Mich wundert's nicht, wenn die ganzen Impfgegner vorher Dark Deception Chapter 4 gespielt haben sollten und deswegen so komisch drauf sind, liebe Freunde. Mich würd's nicht wundern. I think she might be trying to kill you. Meinst du, Beers? Das kam bisher immer so selten vor. Aber das hast du denn diesmal für mich? Oh, schön. Meine Güte. Let's try this again. Wait right there and this time don't move. It's your last chance. Die wollen mich doch jetzt hier bestimmt mit 5G-Strahlung be...
Oh, okay, ich glaube, ich sollte vielleicht mal raus. Ja, vielleicht eventuell hier mal ganz schnell raus, liebe Freunde. Die 5G-Strahlung tut mir nicht sonderlich gut. Und und was ist, wenn ich das lasse? Oh mein Gott. Smells like bacon frying. Oh, wait. Is that you? Das kann eventuell sein, wenn du mich mit Bacon belegt hast. Come back here. I still have more tests to run. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So, kleinen Moment, mal kurz auf den Toaster warten. Komm schon, los, 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 los. Aufmachen, 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 mach auf, mach auf. Ihr habt eine verdammt große Spritze, so. Ich hab da keinen Bock drauf, Rainer. What a shame. It seems you've been infected by that woman after all. However, I can promise you one thing. You'll never see it coming. Gut, pass mal auf, wir wissen das ja schon aus dem kleinen Fangame, das wir gespielt haben. Deswegen würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall mal Primal 4 und Sprintboost. Ich glaube, damit sollten wir heute eigentlich ganz gut abgedeckt sein. Oh nee, nicht schon wieder. Oh nee, das hatten wir doch schon hinter uns, Alter. Okay, liebe Freunde, 337 Charts. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Let's go, Alter. Ich freue mich so, dass es jetzt endlich losgeht, Leute. Ey, das wird so nice. Oh, es sieht so gut aus. Es sieht so gut. Wo denn? Oh, oh, da ist jemand. Ich glaube, da ist jemand. Warte mal. Wait, 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 wait. Ist sie mir? Ist sie hinter mir? Folgt die mich? Oh, stun, 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 stun. Warte mal. Ich glaube, die kann man nicht sehen, ne? Ich glaube, das war doch in diesem Fangame genauso gewesen. Hä, wie mies ist das denn vor allen Dingen, ey? Oh. Da möchte ich nicht unbedingt reingeraten. Wenn das nämlich passiert, könnt ihr damit rechnen, dass ich am Ende aussehe wie Imperator Palpatine, Leute. Unlimited Power und so, ihr wisst Bescheid. Nein, stun, 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 schön stun. Ihr habt absolut keine Chance. So, wir machen mal schön weiter. Schön systematisch hier weiter vorgehen, liebe Freunde. So, wo sind wir denn hier gelandet? In Operationssaal, wunderbar. Also sofern ich da natürlich nicht gleich reingeschoben werde. So, warte mal, dann schnappe ich mir das. Ach, da kommen wir gar nicht durch. Ja, so ein Mist. Okay, wobei, doch, natürlich kommen wir da durch. Zack, in den Mitt. Und dann sammeln wir Chart für Chart weiter ein. Oh, da habe ich gerade gar nicht drauf gedacht. Das war knapp gewesen. Das hätte gerade echt in die Hose gehen können. So, sind denn die? Mädels? Ich stun die einfach nochmal ganz kurz. Sobald ich irgendwie deren Stimme höre, dann klatsche ich die einfach instant weg, bevor die mich gleich wieder mit ihren Nadeln aufspießen oder sowas. Ich hab da nicht so Bock drauf, Leute. Ich bin da nicht so für, müsst ihr wissen. Ah, ich glaube, hier müssen wir hin, wenn wir... Okay, wir sollen erstmal kurz alle Kristalle, glaube ich, einsammeln. Und dann kannst du uns erst weitergehen. Vielen lieben Dank dafür. So, dann den Raum hier nochmal ganz kurz abgerasen. Vergiss es, jetzt kannst du sowas von vergessen, Mädel. Lass es einfach sein. Lass mich diese wunderschönen lila Kristalle einsammeln. Die brauche ich nämlich noch für meine Haare. Die pulverisiere ich dann und dann mache ich daraus Haarfarbe, Leute. Okay, da ist jemand hinter mir. Da ist jemand sowas von hinter mir, aber ich bin zum Glück ein bisschen schneller. Ich habe hier nämlich Highspeed drauf, musst du wissen, doch. Warte, hier ist wer. Die ist hier irgendwo. No, I don't think so. Ich muss jetzt leider weiter. Tut mir wirklich leid. Sorry. Ich werde mich jetzt erstmal, glaube ich, so ein bisschen von außen nach innen arbeiten. Also erstmal halt die ganzen äußeren Ringe und dann halt weiter nach innen gehen. Oh, da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht. Warte, Primal 4? Rennen? Keine Ahnung. Nein! Au! Ui, war das BioNTech, Alter? Wie, was? Ich bin schon tot. Wann bin ich denn gestorben? Hä? Hä, nee, warte mal, wir sind... Warte mal, nee, wir sind gar nicht tot. Die Charts, die wurden gespeichert. Hä? Warte mal, war das gerade ein Fehler vom... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin gerade dezent überfordert. Oh mein Gott, nein, lass das mal schön bleiben. Nein! Alter, sind die lästig, ey. Widerlich und lästig. Oh, hi. Entschuldigung. Sorry deswegen, du. Es ist nichts Persönliches. Es ist nur auf beruflicher Ebene. Ich möchte eigentlich so schnell es geht aus dem Sichtfeld dieser netten Dame kommen, ja? Das wäre mir wirklich ein Anliegen, das mir sehr anliegen würde. Was? Nein! Oh, die siehst du nicht, Alter. Du siehst halt nur die Rollerskates da so ein bisschen rumschlittern und so. Mehr nicht. Wer kann man nicht überhaupt auf diese dämliche Idee, hier Rollerskates während der Arbeit zu erlauben, Leute? Mal ganz im Ernst. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Hi. Sorry, ich muss leider weiter. Du, hab hier noch ein bisschen was zu tun. Ein Kristall nach dem anderen, liebe Freunde. Wir kommen gut voran. Es sind nur noch 128. Das sollte eigentlich absolut zu schaffen sein. Warte mal, die sind hier, ne? Jupp, die sind auf jeden Fall dort. Moin, Mädels. Ich muss jetzt aber leider weiter. Es tut mir wirklich leid. Supplement. Und einmal durch da. Ah, jetzt sind die schon wieder da. Einmal kurz dann. Oh, das war ganz knapp gewesen, Leute. Habt ihr es gerochen, wie mir die Arschhaare weggebrutzelt wurden? Nein! Ach, das ist doch gemein. Wieso? Ich kann da ja nicht durchgehen. Okay, Leute, es sind jetzt nur noch 77 Charts. Wobei ich denke, dass das hier wahrscheinlich erst Part 1 sein wird. Und der Rest, der kommt dann wahrscheinlich später.
heute nicht, du olle Schreckschraube. Heute nicht, sag ich dir, du. Nee, aber mal im Ernst, Leute, was ich dem Spiel jetzt bisher wirklich mal zugute halten muss. Ich habe schon befürchtet, dass das dann irgendwie so ultra schwer wird. Aber die haben halt genau das gemacht, was ich halt immer gesagt habe. Und zwar es nicht schwerer gemacht, sondern einfach nur anders. Und das ist halt genau die richtige Richtung, die man machen muss. Das ist wirklich 1 plus mit Sternchen. Oh, nein! Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich... Nein! Boah, Alter, wie schnell ist die denn, Junge? Okay, Leute, nur noch 13 Charts, Alter. Komm schon, das müssen wir jetzt schaffen. Das müssen wir doch jetzt irgendwie hinbekommen. Das muss irgendwie möglich sein. Oh mein Gott, die kommt. Oh, nee, warte. Ich glaube, wir haben einen guten Vorsprung. Brauche ich noch nicht. Bewahre ich mir noch mal kurz auf. Warte, hier sind noch welche. So. Schön einsammeln. Jetzt kommt sie. So, die ist einmal weg. Okay, Freunde, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Nur noch 8 Stück. Komm schon, komm schon, komm schon. Das sind jetzt die letzten paar, die wir hier nur noch einsammeln müssen. Das muss doch jetzt hinhauen. Komm schon. Na los, na los, na los. Nicht reinlaufen. Und weiter. Ja, und das ist der letzte. Ho, wir haben es hinbekommen. Wir haben es hinbekommen? Kein Dämon, der uns jetzt irgendwie verfolgt? Keine Krankenschwestern, die uns jetzt irgendwie impfen möchten? Absolut gar nichts? Müssen wir jetzt einfach nur irgendwie abhauen? Oder was ist jetzt los, Leute? Meinetwegen, let's go, wir ziehen durch, Leute. Tschaußen, Ibims draußen, Alter. So. Oh. Oh, oh, fahren wir jetzt mit dem Auto oder was? No way. No, ernsthaft? Wie geil ist das denn? Warte mal, wie kommen wir denn da rüber? Mit dem Teleporter wahrscheinlich, ne? Komm, hier, mach mal den hier. So. Einmal rüber da. Wunderbar. Perfekt, Alter. Ja, genau. So. Da wären wir auch schon. Sehr schön. Da sitzt ja überhaupt niemand drin, du. Das muss irgend so ein Tesla-Ding, glaube ich, sein. Okay, okay, okay. Wo? Oh. Okay. Die dicke Sekretärin, Alter. Wait, did you hear something? What you looking at? See anything you like? Look out. Au. Say goodnight. Au, Alter, geht's noch? Get up. Ja, now. Ich liege gerade im Koma, sorry, Alter. Hey there, sleepyhead. Are you awake now? Ja. Good. You snore pretty loudly, you know. You're gonna be here a while. And I have to thank you for saving us the trouble of bringing you down here ourselves. Don't worry. The process is fully automated to guarantee the most effective treatment. See? Meine Güte, das ist ein verdammt großer Hebel. Meine Güte, das sind verdammt viele Nadeln. Habe ich schon gesagt, dass ich Impfgegner bin? Ich glaube, wir müssen hier mal ganz schnell raus, liebe Freunde. Oh ja, Hochsicherheitsgefängnis hier wieder. Lass mich raten, unsere Dietrich-Kräfte sind mal wieder zu stark. Wow. Dann geht's jetzt mal wieder weiter. Was wird uns jetzt hier noch erwarten? Ach ja, die dicke Sekretärin, du. You need to find a way to get past her. Ja. Use your brain. Mein Brain! Oh, das kannst du vergessen, Kollege. Das liegt da irgendwo hinten in der Ecke. Das sucht sich gerade noch aus. Okay, liebe Freunde, an dieser Stelle würde ich ganz gerne einen Cut setzen, weil ich hier schon seit einer Stunde im Aufnehmen bin und das Video muss noch fertig werden. Ansonsten findet ihr hier aber meine restlichen Dark Deception Videos in dieser wundervollen Playlist. Schaut da unbedingt auf jeden Fall mal rein. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich in Part 2. Bis dahin und tschüss. Euer Tobi Toast.